So, hier ist Eintagsfliegen TV mit René Pervers. Das bin ich. Und heute geht es um Sicherheit im Growzelt. Und wie ihr schon sehen könnt, hängt da was Rotes oben an der Wand über dem Growzelt, hier an der einen Ecke. Das ist ein selbstauslösender Feuerlöscher. Der löst aus hier an diesem, ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann, dieses kleine rote gefüllte Glaskörperchen ist mit roter Flüssigkeit gefüllt. Bei 67 oder 68 Grad dehnt sich diese aus, so stark, dass das Glasröhrchen kaputt geht, dadurch das Ventil freigibt und dann praktisch im Umkreis von 4 Quadratmetern dieser selbstlöschende Feuerlöscher auslöst. So, dann haben wir noch einen zweiten hier an der Seite. Der hängt direkt über dem Fan. Das fand ich eigentlich so ganz gut. Und was wir natürlich auch noch haben, einfach zur Sicherheit generell, einen Feuerlöscher, einen Rauchmelder. Und wie schon mal in einem meiner Videos gezeigt, noch einen Rauchmelder hier im Zelt. Also durch die beiden Feuerlöscher, hier einer und da hinten der zweite, eins, zwei, werden jetzt 8 Quadratmeter Fläche selbstlöschend abgedeckt. Es gibt Leute, die sagen, es gibt noch bessere Systeme, aber ich finde es schon ganz okay. Die wenigsten denken überhaupt an irgendwas. Ich habe mir da schon Mühe gegeben, muss ich sagen. Also jetzt nicht Mühe gegeben, die Sachen aufzuhängen oder so, das ist ja keine Arbeit. Aber ich meine allgemein, mir darüber Gedanken zu machen, wie kann man das sicher gestalten. Und da fahren jetzt zwei Feuerlöscher, die jeweils 4 Quadratmeter löschen automatisch, wenn es losgeht. Falls es losgeht, wir hoffen natürlich, dass sowas nie passiert. Da fand ich es eigentlich schon ganz gut. Ich meine, mehr braucht eigentlich keiner. Und ja, wie gesagt, das ist hier ein medizinischer Grow. Das ist hier nicht irgendwie kommerziell oder sonst was. Der Strom wird gezahlt, hier wird nichts gestohlen. Alles easy, verkauft wird auch nichts. Das ist eigentlich, das ist alles nur Eigenkonsum. So, in diesem Sinne, das war es auch schon wieder. Eine sehr kurze Folge. Es gibt aber auch dazu im Augenblick nicht mehr zu sagen. Sicherheit im Growzelt sollte in Deutschland eigentlich auch, was soll man sagen, sollte in Deutschland eigentlich auch anerkannt werden vor Gericht. Wird aber nicht anerkannt. In Deutschland ist es egal, ob du eine Pflanze hast, ob du 10 hast, ob du dich um die Sicherheit kümmerst oder nicht. Es spielt vor Gericht keine Rolle. Hier in Holland werden alle Details sehr beachtet, insbesondere wenn man positive Details, wie eben jetzt diese Feuerlöscheranlagen, die ich da installiert habe. Das ist natürlich schon was, wo hier die Richter drauf achten, wo die sagen, ah, okay, gut, er hat sich darum gekümmert, dass wenigstens, wenn was passiert, der Schaden begrenzt bleibt. Solche Sachen. Es sollte in Deutschland auch so sein. Es sollte generell in Deutschland erlaubt sein, es sollte auch hier in Holland generell erlaubt sein. Wie gesagt, es ist nicht wirklich legal, was ich hier mache. Ich zeige das auch, ich sage das ja auch in vielen Videos. Trotzdem ändert sich natürlich in Holland auch schon einiges. Sie akzeptieren den medizinischen Konsum und den medizinischen Anbau immer mehr, siehe ja auch Tilburg. Und ja, was soll man machen? Man muss halt einfach Pionierarbeit leisten. Von nichts kommt nichts. Und die Risiken, die ich hier eingehe, sind mir ja auch bewusst. Aber letztendlich gehe ich sie trotzdem ein, weil das steht nicht zur Debatte. Man muss einfach, um voranzukommen, muss man einfach auch vorangehen. Es bleibt nichts, es ist ja nicht sinnvoll zu sagen, wir müssen vorankommen und dann geht man nicht voran. Also man muss auch diese Schritte wagen. So, in diesem Sinne, Sicherheit im Growzelt. Ich hoffe, auch wenn es in Deutschland keine große Beachtung vor Gericht findet, werden sich trotzdem einige angewöhnen, ihre Anlagen entsprechend zu sichern, auch um der Nachbarn willen. Und nicht nur um der Nachbarn willen, auch um der eigenen Sachen willen. In diesem Sinne, ich muss jetzt in die Stadt. Legalize it und goodbye.